Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Die natürliche Zahl n liegt streng zwischen 1 und 20. Anne addiert alle natürlichen Zahlen von 1 bis n einschließlich und Benji addiert alle natürlichen Zahlen von n plus 1 bis 20 einschließlich. Sie finden dieselbe Summe. Frage, wie viel ist diese Zahl n? Wir werden zuerst die Summe der natürlichen Zahlen von 1 bis 20 berechnen. Das macht man durch die Formel von Gauss sehr schnell. Diese Formel besagt, man nehme die letzte Zahl, also hier 20, mal die darauf folgende 21 und teile dieses Produkt durch 2. Das ergibt 210. Für Anne ergibt sich 1 plus 2 plus 3 bis plus n. Das heißt, die letzte mal die darauf folgende geht dann durch 2. Das muss 105 sein. Denn da Anne und Benji dieselbe Summe finden, muss das automatisch die Hälfte von diesen 210 sein. Und somit ergibt sich diese Gleichung, n mal n plus 1 geteilt durch 2 gleich 105. Diese 2 setzen wir rechts rüber, wo sie multipliziert. Dann haben wir rechts 210 und links n im Quadrat plus n. So findet man also diese Gleichung zweiten Grades mit unbekannter n. Diese Gleichung hat zwei Lösungen, und zwar 14 und minus 15. Denn die Summe von diesen beiden Lösungen muss minus 1 sein und das Produkt der zwei Lösungen muss minus 210 sein. Also können das nur 14 und minus 15 sein. N ist aber eine natürliche Zahl und deshalb ist die Endantwort auf die gestellte Frage 14. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathe-Olympiade beantworten.